Ich bin so ein Volldepp. Ich bin doch so ein Volldepp. Ich merke jetzt erst, dass das Mikrofon aus ist. Ich bin bescheuert. Jetzt gucke ich mir ein anderes Video an. Ich weiß, jetzt bleib ich hier. So, hallöchen, willkommen zu Back to Past. Wie ich das gerade gemerkt habe, ich will das Video nicht wieder von vorne gucken, weil ich keine Zeit mehr habe. Deshalb fang nicht. Komm, ich guck mir was anderes an. Ganz ehrlich, was ist denn das? So, da sind wir wieder zurück. Ich guck mir jetzt das Video Ananaskopf kocht wieder an vom 1.3.2019. Ich habe mir gedacht, weil Ananaskopf kocht das beliebteste Comedy-Video von mir ist, mache ich einen zweiten Teil 2019. Die Kommentare sind sogar aktiviert. Ist, das deine Katze auf dem Profilbild? WTF, was soll das bitte, was soll, das bitte darstellen? Willst du Fresh Torge nachmachen? Die tolle Frage. So, eigentlich hatte ich vor, auf die erste Wie schmeckt's Folge zu reagieren, dann habe ich nach 13 Minuten Aufnahme habe ich gemerkt, dass ich das Mikro gar nicht anhab. Jetzt gucken wir uns das an, wenn ich keinen Bock mehr habe auf das andere. Weil ich das nicht so jetzt von vorne gucken will. Mein Sohn! Mein Sohn! Der Papa La Frata ist im Krankenhaus! Und die Mutter La Mutter geht gleich in mal gucken. Der macht einfach mal Feuer so ohne Grund. Na und? Dann geh ich mit Juri, ich hab hier mein Spielzeug. Ist mir doch eine gute Sache. Warum wirft sie den Ball weg? Das ergibt doch alles gar keinen Sinn. Ach, da war das noch, die Abstellkammer. Nur kurz, nicht ganz. Da ist gut dann für deine Nahrung. Aber das ist nicht trotzdem. Hä? Ich darf wieder. Und da, warum hängt da oben Shampoo an der Wand? Das ist ja bescheuert. Hier liegen nur irgendwelche Klamotten. Kochen? Der hat noch eine zweite Sonnenbrille auf. Was? Ich freue mich so. Das war die falsche Entscheidung, Mutter. Alles klar. So. Gut, das. Guck mal, hier oben. Jetzt, guck mal, was da steht. Eingepackt. Egal, der bricht das sowieso alles. Also, ich darf das jetzt mal zusammenfassen. Der Vater ist im Krankenhaus. Und die Mutter hat gesagt, hier, der Ananaskopf soll für den Vater kochen. Trotzdem isst die Mutter das dann auf. Ja. Ey, verdammt, was soll das denn, ey? Alles für die Katze, die Katze hat schon wieder gekackt, ey. Muss ich jetzt noch einkaufen gehen, oder was? Gibt's ja nicht, ey. Ich mach einfach Kartoffeln, genau. Ich mach einfach Kartoffeln. Halt die Katzenpläne. Der mag gerne Bratkartoffeln, das weiß ich doch. Der frisst das jeden Tag. Das könnte ich sein. So, wie geht denn das hier? Aber was ist das denn hier? Der ist ja ganz grün. Dann nehme ich andere Kartoffeln. So. Ey, was das ist auch grün? Ey, was ist denn das? Ey, bah, schnell weg damit, ey. Bah! Ich muss ja noch irgendwas anderes geben, verdammt, was ist das denn hier? Fenchel-Tee bekömmlich. Was ist das denn hier? Pfefferminztee, Hebra, bah, ne, Herba. Ja, ist ja ekelhaft, ey. Guck mal, was ist das denn hier? Ey, Spaghetti, ey. Ey, das kann ich. Trockene Spaghetti ohne Wasserkorn. Zubereitung 5 Stunden, ja. Warte, trockene Spaghetti ohne Wasser zubereiten. Zubereitungszeit 5 Stunden. Hä? Die sind doch schon trocken. Was musst du da überhaupt vorbereiten? Sehr schön, das kann ich, das mach ich. So. Ey, Papa, was ist das denn, ey? Das ist ja ekelhaft, ey. Warum macht meine Mutter denn hier sauber, verdammt? Der rotzt erstmal in den Topf rein. Da ist auch die ganze Wand hier hinten ist voller Fett. Weil das immer hier da rausspritzt.
Ja, gut so. Her da. Na komm, der ist sowieso nicht viel. Ich weiß nicht warum, aber einfach so. Na. Ja, der andere, der ist für mich. Warte, was soll denn das hier? Ja. Sehr schön sieht das aus hier. Sehr gut. Da ist ja nur die Hauptspeise, verdammt. Boah, noch ein Nachtisch. Och, doch nicht mal. Ich hab da schon so eine Idee. Der hässliche Pinguin. Okay. Oh Gott, die Olga. Ihr hattet recht, ey, mit dem Alf. Ey, was machst du denn? Ey, war wer? Moment, hau ich mir halt an. Da komm mal, da haut doch mal bei dir. Verdammt, ey, das braucht ja was anderes. Moment mal. Ich sitz immer so hier. Ich wusste, dass hier noch was zu essen ist. Aha! Aha! Pudding, ey! Das nehme ich. Jetzt kommt der Pudding. Ja, wie geht denn das jetzt hier? Unser Pudding! Nee, das ist mein Pudding jetzt. Puddingpulver, Vanillegeschmack. Ah, das ist gut. 50.000 Milliliter Milch. 50.000 Milliliter Milch. Wer kennt's nicht? Ah. 1,2 Milch, ah. Dann brauche ich so viel Milch, dass ich... 50.000 Milliliter Milch sind 1,5 Milch. Ich hab überhaupt kein Milch, ja. Alter, ich muss aufs Klo. Den Puddingpulver und etwa 2 gealfte Ei Zucker mit anrühren. Puddingpulver. Abnehmen. Hä? Ich brauche eine Schüssel, ne? Um den überhaupt anzurühren, ja. Oh, verdammt, verdammt, hä? Was soll denn das? Ja, jetzt hab ich Schüssel. Hab die Szene noch drauf. Okay. Der hässliche Pinguin muss immer. Komm, mein Nachbar wieder. Der Alfred. Jetzt hier. So, jetzt ganz ruhig nochmal. Warte, ist das nicht sogar das Video, wo Susanne einen Gastauftritt hat? Das ist doch das Video, glaub ich, ne? 50.000 Milliliter Milch. Ja, Moment, ich muss erst noch Milch zu. Ach komm, da kann man auch einfach Wasser nehmen, oder? Hab ich nicht auch irgendwo Milch. Ah, ich hab doch Milch hier unten. Eisfach, oder? So, warte, wo muss der jetzt Milch rein, ne? Milch im Eisfach. So, ich muss jetzt ein bisschen Milch rein. 500 Milliliter. Ich dachte 5, okay. Der Traubefehl da drin. Ein Esslöffel, gut. Mach ich einfach ein bisschen rein hier. So, ich glaube, das reicht. Dieser Ding. Nehmt das nicht ernst. Macht so nicht euren Pudding. Wer das als Rezept verwendet, der ist irgendwie geistesgestört. Noch geistesgestörter als ich. Wenn ihr wissen wollt, wie man Pudding macht, dann guckt euch das Weihnachtsvideo von letztem Jahr an. Findet ihr im Adventskalender als Türchen 24 oder in der Strolli Backt Playlist. Da habe ich diese Puddingherzen gebackt. Die Herzen wurden nichts, aber der Pudding schon. Hier dreckig, das gibt's ja nicht. So, okay, was muss ich jetzt hier machen? Damit der Pudding 6 Äpfel abnehmen. Ja. 6 Äpfel abnehmen. Oh, ich brauche erstmal Löffel hier. Ich muss erstmal hier. Und Deutscher, wie viel? 6 Stück. 1, 9, 3, 6. Gut. So, und jetzt damit der Puddingpulver und 2 gelöffte Esslöffel Zucker anrühren. Gelöffte Esslöffel. Ah. Wo rein jetzt? Da rein oder da rein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, da rein. Na komm, sie darf ich sie auch noch rein. Ja. Na nicht fein. Verdammt, ich brauche das ja noch. Ich dachte gerade, hier dampft was an der Seite. Das ist das Puddingpulver, was da irgendwie so in der Luft rumschwebt. Affenlöffel hier. Affenlöffel? Der geht die Hälfte daneben. Ja, auch noch. Ich weiß nicht, was die da meinen. Ja. Was nun? Weg damit, ich kann nicht mehr lesen. Die übrige Milch zum Kopf bringen. Und was für übrige Milch, verdammt. Ist es jetzt das auch noch was? Ja, toll. Topf brauche ich natürlich auch noch hier. So, da kommt das jetzt hin, ne? Das da. Ist er jetzt richtig so? Ist richtig so. Schütteln, ne?
Jetzt kommt es da rein. Junge, rührt das doch um. Ja, das steht jetzt da. Die Milch von der Kochstelle nehmen, angerührte Pulver hinzugeben. Das ist keine Milch. Okay. Ja, aber da kommt gleich jetzt. Muss ich selber machen, bis das hier kocht, ne? Ne Pfannenwender. Okay. So, gut. In der, verdammt, hier ist ein an, dreckig. Okay, in der Zeit, wo das jetzt hier kocht, bereite ich jetzt erstmal hier die Früherziehung vor, genau. Die Früherziehung? Hm. Ah, genau. Hey, was soll das denn, mein kostbarer Käse? Das war ja echt der Susanne-Gastauftritt. Ey, was soll das denn, mein kostbarer Käse? Ja. Das war der zweite Auftritt von Susanne. Es kam zuerst die allererste Folge der ersten Staffel und dann kam direkt das. Und ein halbes Jahr später kamen dann die restlichen vier Folgen von Staffel 1. Eigentlich hängen wir da noch um Nacken, oder? Kostbarer Käse, hat sie gesagt. Das ist wirklich kostbarer Käse. Moment mal, verdammt, ich hätte den Herd aus einschalten sollen, verdammt. Was ist denn das? Der verdammt. War das Ding wieder dran? In welche Richtung geht denn das hier? So. Ja. Was für Richtung geht das denn? Hier, ne? Ja. Ich hasse ja, diesen Herd. Warum wir keinen neuen kaufen, weiß ich auch nicht. Nee, das geht doch wohl nicht. Kein Wunder, dass das nicht gut wird hier. Jetzt muss ich aber warten, ne? Verdammt, das Getränk geht ja auch noch. Moment mal, das ist ganz einfach. Getränk? Die soll sich Wasser holen. Moment mal, ich hab da schon eine Idee. Bisschen Wasser rein. Bisschen Wasser rein? Ja. Fertig. Ich hab doch eben hier genau Hebraberge. Da muss er da rein hier. Ja, Moment, der andere hab ich auch noch gefunden. Je mehr, desto besser. Bekömmlicher Fencheltee. Mh, ey, gerichten. Ah, köstlich, ey. So, Moment mal, hier, guck mal, da ist auch noch was. Ich dachte, oh, Zitrone. Ey, das schmeckt doch gut. Ey, das sieht aus wie Blumenkerne, ey. So. Gut. Verdammt, ey, mein Bier brennt ja an, ey. Moment, ey, was ist denn das hier? Verdammt, ey, ich muss das retten. Wo ist die Milch? Pfannenwende, jetzt kommt der Fischer. Oh nein! Und der Deckel fällt noch rein. Oh, raus, der Junge. Ich muss das rühren. Ich muss, dann nimm doch auch keinen Pfannenwende. Ich tue nicht, warum steht das auf der Verpackung ja nicht drauf? Ey, was ist denn das hier? Ach komm, das ist gut so. Und neben dran kochen die Spaghetti. Sehr gut. Das ist auch gut so. So. Hä? Ich hab das doch gerade eben angeschaltet, oder denn? So, okay, das ist gut. So. Oh, die Mutter kommt. Ey, verdammt, meine Mutter ist schon da. Ich muss das aufräumen hier irgendwie, verdammt hier. Mein Sänger, wie sieht das denn hier aus? Wie sieht's aus wie bei den Assis? Mein Sohn, das war das letzte Mal, dass du hier gekocht hast in diesem Zimmer. Kurz mit dem japanischen Akzent. Räum das sofort wieder auf! Oder ich rufe die da? Ich rufe den Dieter. Wer ist denn der Dieter? Okay, Mutter! Verdammt, ey! Kann er nicht wahrsteigen? Wo ist mein Staubsauger? Der Staubsauger. Aber das mein Essen schmeckt ganz besonders. Ich muss meinen Staubsauger suchen.
saugen. So, diesmal habe ich gelernt, den Staubsauger anzuschalten. Da war der Staubsauger schon ein bisschen kaputt, da hat er das Kabel immer wieder eingezogen. Und da musste man eine Schraube reinhämmern. Ja, der soll hier weg an. Ja, kaputt gemacht. Oh ne, komm wieder. Boah, was ist denn in diesem Pinguin drin? Junge, einfach Kieselstein oder was? Stock, stock, stock. Wir hatten da eine Schraube reingehämmert, ey, das ist doch wohl nicht wahr, verdammt. Moment mal, das geht viel einfacher. Was kommt denn jetzt? Ah. Was machst du denn da? So. Einfach da mal. Ich hab kaputt gemacht. Komm hierher. Ich muss Staubsaugen. So! Sehr gut. Mutter, es ist aufgeräumt. Halbwegs. So, Mutter! Ist nicht fertig. Ach, die wohnt auch in der Abstellkammer. Was ist das denn hier? Ich Teppich, ich komm nicht rüber. Da steht auch ein Katzenklo. Überall stand ein Katzenklo rum. Übrigens, das hier ist schon nicht mehr der gleiche Tee. Ich hab den wieder neu gemacht. Ach, guck mal, hier gleich schon den Müllbeutel, falls du kotzen musst. Hä? Und wo hat er den Käse auf einmal her? Der hat doch einfach nur eine Scheibe mitgenommen, oder nicht? Boah, das sieht ja köstlich aus, mein Sehnchen. Hier liegt einfach die Schere nebendran, das sind die Utensilien. Ich erkenne sogar, was da alles ist hier. Das hier ist die Frühkost, ne? Muss ich mal probieren. Das sieht wirklich ganz toll aus, weiß ich nicht. Ich brauch's gar nichts sagen. Ich probiere mal hier die Käse. Das sieht wirklich sehr, sehr lecker aus. Das sieht ja sehr lecker aus. Das ist ja nicht mal zubereitet. Nein, Basu, das ist kein Gouda, leider nicht. Puh, Junge, mit dem Haigebiss. Wirklich ganz hervorragend. Schreib mir das Rezept auf. Der Hauptgang, ne? Der Hauptgang. Das sag mal, hast du die Spaghetti nicht irgendwie falsch gekocht? Die sehen ein bisschen seltsam aus. Und ein bisschen hart sind sie? Und auch ein bisschen trocken? Ne, mein Sohn, das kochst du nicht mehr, bitte. Der hat ja auch nichts gekocht. Der hat das in den Topf reingemacht und fertig. Das ist ganz, ganz schwer zu kauen. Ah, verdammt, mein Zahn ist ja kaputt. Mein Zahn ist ja kaputt. Mein Cousin, der hat immer die Nudeln trocken gefressen. Manchmal hat er da aber auch noch Maggi dran gemacht. Mein Sehnchen. Also echt so trockene Nudeln, die du nicht mal in Wasser aufgekocht hast. Erstmal was drin hier. Sieht mir aus wie Karlsruhe Pilz, ne? Mal drin, ne? Sehr gut. Das hat aber echt gut geschmeckt. Also wie gesagt, ich habe das wieder neu gemacht, aber tatsächlich auch mit beiden Tees und mit diesem, was war das, Zitronentee, mit diesem Eistee da noch. Das hat echt super lecker geschmeckt. Ja, verdammt. Das hat mit sehr viel Herzblut gemacht zu sein, ne? Und mit sehr viel Herzblut. Sehr gut, mein Sohn. Mein Sohn, warum redest du nicht mit mir? Siehst du mir mal das hier? Ah... Der Pudding. Altes Rezept von Oma. Die Lymphknoten vom Stier. Die Lymphknoten vom Stier. Wollen wir mal probieren. Da steht doch gar keiner. Wow.
trinken die lieber. Echt, das ist so bescheuert, das Ende. Mein Sohn, das ist nicht, das ist viel zu hart. Das hier halt, das ist gut. Aber das, die Lymphknoten vom Stier, Omas Rezept, das war ganz anders. Schreib dir das nochmal auf, mein Sohn. Aber jetzt, du wirst nie wieder kochen, mein Sohn. Das schwöre ich dir. Bring das alles auf. Tschüss. Dankeschön. Das ist Musik in meinen Ohren. Tschüss. Sperrte die arme Frau in seinem Zimmer ein. In ihrem Zimmer ein. Okay, Freunde, das war's von Ananaskopf kocht wieder, beziehungsweise für mich auch für die Hälfte von der ersten Folge. Wie schmeckt's? Es tut mir leid, das war ein Zuschauervorschlag, das hier auch. Aber eventuell dann irgendwann anderes Mal. Ein anderes Mal. Jo. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare. Kommentare sind, glaube ich, wieder nicht vorhanden. Doch, sind, glaube ich, vorhanden. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, auf was ich als nächstes reagieren soll. Falls die Kommentare nicht vorhanden sind, dann doch bitte auf dem Discord-Server. Ansonsten, ja. Gibt's noch was zu sagen? Nee. Bis zum nächsten Mal. Bis dann rein. Und ciao.